Entschuldigung, ich suche die Gleichstellungsbeauftragte. Ah, das bin ich, Eva Jordan. Worum geht's? Seid gegrüßt, liebe Serienjunkies. Mit Frau Jordan stellt gleich präsentiert uns der Streamingdienst Join ab dem 23. September exklusiv eine brandneue deutsche Comedy-Serie. Und hinter dieser steht kein geringerer als Stromberg-Mastermind Ralf Husmann. Und dieser hat sich die erfolgreiche Moderatorin Katrin Bauerfeind geschnappt und ihr die Hauptrolle einer unkonventionellen Gleichstellungsbeauftragten förmlich auf den Leib geschrieben. Husmann unternimmt damit erstmals in Deutschland den Versuch, eine halbstündige Comedy mit einem durchaus schweren gesellschaftlichen Thema zu verbinden. Denn kaum etwas erhitzt ja die Gemüter in Deutschland so sehr wie die Debatten zur Gleichstellung. Und so kämpft Katrin Bauerfeind als Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan nicht nur für die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, sondern widmet sich unter anderem auch folgenden Fragen. Sollte man sich einmischen, wenn ein Spielzeugladen das Geschäft in rosa Mädchenabteilung und blaue Jungenabteilung trennt? Und was ist zu tun, wenn Homosexuelle und Katholiken gleichzeitig Minderheitenrechte geltend machen? Hinter all diesen und weiteren Fragen, denen sich die Serie in humoristischer Art und Weise nähert, stecken tatsächlich reale Fälle und Fakten. Neben Katrin Bauerfeind brilliert dabei der Comedy-erfahrene Ulrich Gebauer in der Rolle des sexistischen Bürgermeisters und Adina Vetter als intrigante Kommunalpolitikerin. Es ist eine gelungene Comedy-Serie, die sich mit der Gleichstellungsthematik sehr differenziert auseinandersetzt, ohne dabei belehrend oder parteiisch zu sein. Stellvertretend für die Serie steht Eva Jordan dabei für Offenheit, Toleranz und Fairness. Alle sollen nämlich dieselben Möglichkeiten haben. Und auch wenn die Figuren in der Serie oft ein wenig zu klischeebehaftet daherkommen, die vielen Gags, der trockene Humor und der Wortwitz aus der Feder von Ralf Husmann sind einfach absolut genial. Nun aber genug geschwafelt, wir hatten das große Vergnügen, auf der Premiere in Berlin dabei zu sein und hatten dort die Möglichkeit, mit Katrin Bauerfeind zu sprechen. Das Interview mit ihr seht ihr jetzt und danach servieren wir euch natürlich auch noch, wie oben im Titel versprochen, den ausführlichen Trailer. Ja, das stimmt. Ich habe zum ersten Mal eine Hauptrolle gespielt. In einer Comedy-Serie, spiele eine Gleichstellungsbeauftragte, die Eva Jordan. Und die Idee war grundsätzlich, habe ich ja das Buch geschrieben, Geschichten, die Männer nie passieren würden. Und das war eine ganz gute Basis für das, was wir da jetzt in der Serie behandeln. Und dann kam noch Ralf Husmann dazu, der schon Stromberg geschrieben hat, der einfach als Kernkompetenz dieses Büro mitbringt. Und dann war, es war wie eins und eins ist gleich Gleichstellungsbeauftragte. Und ich habe gedacht, solange man mir sowas anbietet, wäre ich doch blöde, wenn ich nicht zusage. Und so kommt's. Also die Eva ist wild. Die ist echt wild. Die schießt sehr häufig übers Ziel hinaus. Aber es findet sie besser, als das Ziel erst gar nicht zu erreichen. Das ist so ihr Motto. Sie ist wahnsinnig tough, sie ist sehr schlagfertig, sie ist sehr witzig, sie ist sehr selbstbewusst und das alles bin ich privat natürlich auch. Ich bin froh, dass ich das mal loswerden konnte. Nee, das ist natürlich toll, wenn du jemanden hast wie Ralf Husmann, der wahnsinnig schöne Bücher schreibt, wahnsinnig intelligente Bücher und dir als Schauspieler die Möglichkeit gibt, wirklich was zu spielen. Wir sind nie platte Figuren, das sind immer sehr, die sind sehr echt, die sind nie nur das eine oder das andere, die sind nie zweidimensional, sondern die hadern und die triumphieren und die kämpfen und die leiden und die feiern und die, und das ist einfach ein Geschenk, da wird mir wahrscheinlich jeder Schauspieler zustimmen. Das zu machen ist toll, also danke Ralf. Wir haben ein Thema genommen, das ja ein ernstes Thema ist und das ja auch ernst genommen wird. Sehr ernst, wie wir wissen, mitunter. Und das haben wir kombiniert mit Humor. Deswegen am Ende eine Comedy-Serie. Weil wir fanden, dass es auch mal Zeit ist, dass man das Thema so ein bisschen aus der humorlosen Ecke rausholt. Dass man einfach auch mal drüber lacht. Ja? Was jetzt nicht heißt, dass wir uns darüber lustig machen. Im Gegenteil, wir wollten nicht die Witze-Seite der Emma verfilmen. Wir sind nicht die Serie zum Feminismus und so. Wir wollten einfach eine Comedy-Serie mit einem Thema, über die alle lachen können. Frauen, Männer, Behinderte, Ausländer, Randgruppen kommen auch sehr viel vor in der Serie. Also alle. Wir behandeln alle, wir kümmern uns um alle. Alle haben was zu lachen, vorausgesetzt, sie haben Humor. Das ist natürlich das Wichtigste bei der Comedy-Serie. Ne? Ja. Also ich habe selber manchmal gedacht, also das, was ich da sage als Eva Jordan, da werden sich Leute mal umgucken, das ist so richtig, das ist so richtig, dass jeder entscheiden sollte, was er machen möchte, welche Möglichkeiten er hat, niemand sollte diskriminiert werden, dann redet meine Chefin und sagt, Familie ist so wichtig, Tradition, Werte und so wie sie das sagt, denke ich, scheiße, sie hat doch auch irgendwie recht und
das finde ich halt so toll, dass du in jeder Sekunde quasi nochmal dir überlegen musst, wo du selber stehst und ob das richtig ist, wo du stehst. Oder ob es mehrere Positionen dazu gibt. Und ich meine, hey, mehr kannst du doch mit so einer Comedy-Serie schon gar nicht erreichen, als dass die Leute sich vielleicht damit beschäftigen. Das wäre toll. Also wenn sie nur lachen, ist mir auch recht, aber wenn sie noch was mitnehmen, finde ich auch schon spitze. Es gibt eine Sache, in der Mira Partecke mir, weil ich verkatert bin, einen Lappen in den Nacken legen möchte. Mit diesem Lappen hat sie vorher das Büro geputzt, was ihr zu dem Zeitpunkt, als sie mir den Lappen in den Nacken legt, nicht mehr so wirklich bewusst ist. Ich weise sie dann darauf hin und dann war ihre Aufgabe, so ein Geschirrtuch zu holen, das aber vorher in so einem Putzeimer drin war. Und sie holt einfach wirklich dieses, weil ich brauche so ein Wet-T-Shirt für die Folgeszene. Und sie ist einfach mit diesem Geschirrtuch in diesem Eimer und man hört es schon so die ganze Zeit so richtig schlimm dolle plätschern und sie hat den Weg bis zu mir einfach nicht geschafft, weil der ganze Boden war schon nass und sie hat einfach jedes Mal einen Lachkrampf bekommen, bevor sie mir diesen richtig schlimmen, nassen Geschirrtuchlappen in den Nacken gelegt hat. Da erinnere ich mich sehr gerne dran zurück, das war sehr schön. Ich habe, also eigentlich sind fast alle meine Lieblingsfolgen, ich finde eine Folge wahnsinnig toll, in der wir behandeln die Sportbekleidung von Volleyballerinnen, angelehnt an einen echten Fall, wo auf der Bikinihose hinten stand Prachtregion. Und das haben wir aufgegriffen und stellen dagegen quasi, wie sich eine Frau bei einer Veranstaltung, bei einer Gala zu kleiden hat. Muss sie lächeln? Muss sie sich irgendwie schick machen? Kann sie einfach in Jeans und T-Shirt kommen und so? Und das finde ich wahnsinnig toll, dass wir eine Comedy-Serie machen, die ganze Zeit sehr lustig ist und trotzdem sowas gegeneinander stellen, also wirklich so ein, wie kleiden sich Frauen quasi in so einer Sportart und wie ist das dann im Alltag? Und mit dem Hintergrund, dass 80% der Sportübertragung geht es nur um Männer. Ah, weißt, vielleicht können wir da auch was dran ändern mit der Serie. Das finde ich ja toll. Wenn man dafür ein Bewusstsein schaffen könnte. Mit Humor. Ja, ab dem 23. September veröffentlicht Join dann immer montags jeweils zwei neue Folgen der 10-teiligen ersten Staffel von Frau Jordan stellt gleich. Wir hoffen, euch hat dieses Video inklusive dem Interview gefallen. Gönnt euch auf jeden Fall mal dieses neue Join Original und schreibt uns anschließend mal unten in die Kommentare, ob euch die Serie gefallen hat und ihr euch mehr Staffeln wünscht. In diesem Sinne, euch einen möglichst stressfreien Start in die neue Woche und möge der Stream mit euch sein. Bis bald. Sind Titten. Philipp. Ich dachte, wenn es in Ordnung ist, sind's Brüste und wenn es frauenfeindlich ist, sind's Titten. Ja, aber sagen darfst du das nur, wenn du selber welche hast. Wir fragen jetzt einfach die Chefin. Eva, was sagst du? Ich hab gleich Etatsitzung mit dem Bürgermeister. Ich passe meine Körbchengröße seinen Dioptrien an. Ja, deine Chefin ist eine Schlampe. Aber für Geld. Also, für einen guten Zweck. Quasi eine Benefizschlampe. Es geht hier um Sexismus. Das ist richtig. Entschuldigung, ich suche die Gleichstellungsbeauftragte. Ah, das bin ich, Eva Jordan. Worum geht's? Sie kennt ihre Stärken und weiß, wie sie sie einsetzt. Ich finde, Menstruation ist ein wichtiges Thema. Du hattest letzten Sommer einmal kurz Nasenbluten. Das macht dich nun nicht zum Experten. Für echte Gleichstellung müssen sie und ihr Team manchmal dahin gehen, wo es wehtut. Ich bin immer auf deiner Seite, aber ich bin auch auf der Seite der Prinzessin. Charmant. Management statt Muschi ist deswegen... Wir sagen hier immer noch Vulva, ja? Ich sag auch immer noch Eier. Und in die trete ich dir gleich, wenn du mich noch einmal unterbrichst. Souverän. Du willst mal Ritterin werden? Mein? Und ehrlich. Sie kriegen nachher auch noch eine Goodiebag, die ist gefüllt mit Tee, das ist Frauenmantel und Schafgarbe hilft mega gegen Krämpfe. Danke, ich bleib lieber bei Koks und Wodka. Was macht er? Da können Männer mit Hilfe von Schwummgürteln testen, wie sich Regelschmerzen anfühlen. Da können wir ja froh sein, dass jetzt das hier nicht in Menstruationstassen abgeht. Noch nie war Emanzipation so lustig. Das ist ja super! Frau Jordan stellt gleich. Ich liebe dich ja dafür, dass du nicht so bist wie andere Frauen, aber manchmal kannst du echt mehr sein wie andere Frauen. Mama? Die neue Serie mit Katrin Bauerfeind. Wir gehen davon aus, dass das läuft. Läuft das? Ha! Na klar läuft das. Frau Jordan stellt gleich.